Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem dritten Seminarabend von Siegreich Leben. Wir haben schon zwei spannende Seminarabende gemeinsam verbracht und heute geht es um das Thema vollkommene bzw. unvollkommene Übergabe. Und ich darf Sie herzlich einladen zu einem Gebet und ich möchte Sie auch einladen, aufzustehen, weil wir den Segen Gottes für diesen Seminarabend erbeten wollen. Unser Vater im Himmel, im Namen Jesu kommen wir zu dir und wir bitten dich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist heute führst. Bitte segne du dieses Thema, segne jeden Zuhörer, gib du die richtigen Gedanken. Denn wir haben den Wunsch, dass wir uns dir vollkommen hingeben und lass uns erkennen, wo wir heute stehen, jeder Einzelne für sich. Herr, wir möchten uns dir von ganzem Herzen hingeben und lass uns das bitte gelingen, dass dieser Abend dazu beiträgt, dass alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Dafür danken wir dir in deinem Namen. Amen. Ja, vollkommene oder unvollkommene Übergabe. Es ist ein sehr spannendes Thema und wir haben das folgendermaßen strukturiert. Es geht um 7 interessante Themen. Wir wollen zuerst eine Fallstudie am Volk Israel im Alten Testament durchführen und wir wollen uns dann mit unserem Herzen beschäftigen und den Unterschied zwischen einem vollkommen hingegebenen Herzen und einem sogenannten geteilten Herzen auch herausarbeiten. Und dann möchten wir natürlich auch zu Überwindern werden, zu denjenigen, die wirklich sich von ganzem Herzen Gott hingeben und übergeben und eben auch die Lösung herausarbeiten, nämlich das, was uns wirklich zu diesen Überwindern werden lässt und dann auch die Auswirkungen, dass wir die gemeinsam erleben wollen. Fangen wir an mit der unvollkommenen Übergabe in der Fallstudie im Volk Israel. Und dazu wollen wir jetzt in das 5. Buch Mose einsteigen, und zwar dort in das 1. Kapitel. 5. Mose, Kapitel 1 oder Deuteronomium, Kapitel 1. Und dort wollen wir verschiedene Verse betrachten. Das 5. Buch Mose fasst ja auch nochmal wichtige Elemente der anderen Bücher zusammen. Und hier im 1. Kapitel wird uns berichtet, wie das Volk Israel quasi kurz vor dem Einzug in das Land Kanaan war und wie sie den Weg zurückgelegt haben, aber dann doch etwas passiert ist, wo sie dann doch nicht in das gelobte Land eingezogen sind. Wir wollen erstmal den Vers 8 lesen. Da spricht Gott: Siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben will. Also was wir hier haben im Vers 8 ist erstmal die Verheißung Gottes. Es ist gewiss, Gott hat es sogar geschworen, dass die Israeliten, das Volk Israel, dieses Land jetzt in Besitz nehmen möchte. Das ist das, was Gott getan hat. Und jetzt lesen wir ein bisschen weiter im Vers 21. Siehe, der Herr dein Gott hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt.
Also was wir hier sehen, ist ganz klar im Vers 8, Gott hat etwas gesagt, er hat eine Verheißung gegeben. Und das, was der Mensch jetzt tun soll, sein Teil, ist in Vers 21 beschrieben, nimm es in Besitz, fürchte dich nicht. Also der ganz klare Auftrag ist, sie sollen es jetzt einnehmen, das Land, und das eben im Glauben tun. So, und dann lesen wir hier ein bisschen weiter in Vers 26 und 27 in unserer Fallstudie. Wie hat jetzt Israel darauf reagiert? Also die Situation ist klar, Gott hat gesprochen, was sie tun sollen. Gott hat seinen Teil getan, er hat die Verheißung gegeben und das Volk soll jetzt das Land in Besitz nehmen. Vers 26 und 27 zunächst. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn eures Gottes. Und ihr murrtet in euren Zelten und spracht, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägyptens geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Also was war dem Volk Israel quasi unmöglich? Sie hatten die klare Verheißung, geht hinein. Sie sollten es jetzt einfach tun, was Gott ihnen verheißen hatte. Und jetzt murrten sie in ihren Zelten. Das ist sozusagen das, was im Verborgenen passiert. Also das, was in ihren Herzen passiert, in ihren Zelten, in den Hinterzimmern, man könnte sagen in den Kamingesprächen, so im kleinen vertrauten Kreis, da gab es dann erste Rebellion gegen den Auftrag Gottes. Da haben sie gesagt, das geht nicht, und sie unterstellten Gott, weil Gott uns hasste. Ja, es ist schon eine erstaunliche Situation. Gott befreit sie aus dem Volk Israel. Das Volk Israel aus dem Land Ägypten, und jetzt gehen sie plötzlich davon aus, dass Gott sie hassen könnte und wollte sie in die Hand der Amoriter, also eines anderen Volkes, geben. Und hier in dieser Situation sehen wir vielleicht manchmal uns selbst. Wir haben klare Verheißungen als Christen im Wort Gottes, wo Gott uns etwas verheißt. Und wir haben manchmal doch sehr große Schwierigkeiten, das Wort wirklich anzunehmen. Ich möchte ein praktisches Beispiel geben. In der Heiligen Schrift heißt es, wir sollen nicht sorgen. Wenn Gott uns jetzt sagt, sorget nicht, wir sollen uns keine Sorgen machen, wer von Ihnen hat das jeweils schon hundertprozentig umgesetzt? Ja, es ist in der Tat schwer. Es wird uns einerseits gesagt, wir sollen uns nicht sorgen, und andererseits, wenn wir in unsere persönliche Lebensrealität schauen, dann wissen wir oft genau, wir machen uns aber Sorgen. Jetzt mögen das vielleicht Kleinigkeiten sein, die unsere Gedanken beschäftigen, aber das Volk Israel hat sich auch Sorgen gemacht. Und deswegen waren sie nicht fähig, Gott zu glauben. Lesen wir mal weiter in Vers 28. Da heißt es, wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, das Volk ist größer und höher gewachsen als wir. Die Städte sind groß und bis an den Himmel befestigt. Dazu haben wir die Söhne Enaks dort gesehen. Das ist ein interessanter Aspekt. Das ist sozusagen ein gruppendynamischer Aspekt. Wenn wir vor einer unlösbaren Aufgabe stehen, so empfinden wir es, aber Gott sagt, tu es, ich werde dir dazu die Kraft geben, ich will, dass du es tust in meiner Kraft und nicht in deiner Kraft. Und jetzt kommen vielleicht zwei oder drei andere Kollegen, andere Christen aus der Kirchengemeinde und sagen, das geht aber nicht, das ist viel zu schwer, das geht über unsere Kräfte. Dann könnten uns diese Gedanken schon so weit beeinflussen. Und hier im Volk Israel waren es sozusagen die anderen, die sie angestiftet hatten. Und wir wissen ja die Situation, die Ältesten hatten aus jedem Stamm einen Kundschafter ausgeschickt. Und bis auf zwei hatten die anderen 10, also
10 gegen 2 hatten gesagt, das ist überhaupt nicht möglich. Und wenn jetzt eine negative Botschaft kommt, wem schenken Sie mehr Glauben? Sind Sie eher auf der Seite derjenigen, die das Risiko betonen? Natürlich waren die Riesen dort groß, diese legendären Söhne Enaks, also deutlich größere Menschen, als wir heute gewachsen sind, so dürfen wir sicher annehmen. Und trotzdem, wem glaube ich jetzt mehr? Und genau darum geht es auch an dieser Fallstudie. Glaube ich dem Wort Gottes, der ja mir sagt, du wirst es einnehmen, oder aber glaube ich deutlich mehr meinen Brüdern, wie hier steht, irgendwelchen netten Kollegen, Freunden, vielleicht der Familie, die sagt, oh, das ist schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig. Das sollten wir besser sein lassen. Ja, wem vertrauen wir und wer wird uns mit falschen Gedanken beschäftigen? Und was hat Gott jetzt im Gegensatz zu diesen Brüdern gesagt? Ich aber sprach zu euch, Vers 29, ich aber sprach zu euch, entsetzt euch nicht, und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Das heißt, vielleicht nehmen wir den Vers 31 noch dazu, und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Das Kritische ist also, hier ist das Volk Israel an einer Situation, obwohl sie schon so viele gute und positive Erfahrungen gemacht haben und Gott ihnen jetzt noch sagt, fürchtet euch nicht, und Gott spricht, ich gehe vor euch her, ich werde für euch kämpfen. Und trotzdem denken sie diesen Botschaften, sie glauben diesen Botschaften dieser Brüder deutlich mehr als dem Wort Gottes. Und das ist im Prinzip die Kardinalsfrage, die Kernfrage, wem schenke ich, wem schenkst du, wem schenken sie in ihrem Leben mehr Vertrauen? Etwas, was Gott explizit gesagt hat, oder dem, was ein Mitmensch sagt, ein Nachbar, ein Familienmitglied, ein Freund oder ein anderes Mitglied vielleicht in der Kirchengemeinde, ein Bruder. Und wohin führt diese Sache? Wir lesen Vers 32 und 33. Aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht glauben, der doch vor euch herging auf dem Weg, um euch die Lagerstätten auszusuchen, bei Nacht im Feuer, damit ihr den Weg sehen konntet und den ihr gehen solltet, und bei Tag in einer Wolke. Also, hier wird ganz klar in Vers 32 gesagt, aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, euren Gott, nicht glauben. Und wir reden ja heute über dieses Thema vollkommene oder unvollkommene Übergabe. Und ich habe diese Fallstudie ganz bewusst an den Anfang gestellt, weil wir hier wie in einem Spiegel, so glaube ich, uns selber erkennen können. Und auch ich mich selber erkennen kann. Wir können viele Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Wir können Großartiges erlebt haben. Aber wenn wir an einen Punkt geführt werden, wo wir in eine Situation kommen, vielleicht eine kritische Situation, etwas, was wir uns nicht vorstellen können, und in dieser Sache wollen wir dann Gott nicht vertrauen oder nicht glauben, dann sind wir genau an dem Punkt, an dem hier das Volk Israel ist. Und dann haben wir uns nicht vollkommen übergeben. Dann ist unsere Übergabe an Gott unvollkommen. Und wir wollen ja heute genau diesem Thema nachspüren. Wie kann es denn sein, dass jemand so großartige Sachen erlebt und dennoch
dann in dieser Sache Gott nicht glauben will. Lesen wir einfach mal weiter, wie Gott reagiert hat. In Vers 34 und 35 heißt es: Als aber der Herr das Geschrei eurer Worte hörte, da wurde er zornig und schwor und sprach: Keiner von den Männern dieser bösen Generation soll das gute Land sehen, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Also, uns wird nach unserem Glauben gegeben, heißt es. Und wenn wir das Wort Gottes, die Verheißung, nicht wirklich annehmen und sagen: Ja, Herr, ich glaube definitiv, was du in deinem Wort gesagt hast. Das ist genau dieser Kampf, der da im Herzen stattfindet. Wenn ich dem Zweifel Raum gebe, dann wird Gott mir nach meinem Glauben geben. Und das Volk Israel ist auch wirklich nicht in das Land Kanaan, also diese Generation, eingezogen, weil sie Gott in dieser Sache eben nicht geglaubt haben. Aber es war ganz klar, Vers 36, es gab ja zwei Leute, nämlich Josua und Kaleb. Und die zwei, die wurden auserwählt, weil sie Gott geglaubt haben. Sie waren die zwei von den Kundschaftern, die ganz klar Gott vertraut haben. Und diese zwei wurde die Verheißung gegeben: Ihr werdet in das gelobte Land kommen. Und alle anderen dieser Generation sind ausgestorben. Also, wie kann ich mit Gott zusammenarbeiten? Wir haben am Anfang gesagt, Gottes Aufgabe ist es, die Verheißung zu geben und wirklich den Weg freizuräumen. Gott verspricht: Ich werde für euch kämpfen. Und unser Teil ist, diese Verheißung anzunehmen und den Glauben zu üben und zu sagen: Ja, Herr, ich vertraue deinem Wort. Wie können wir mit Gott zusammenarbeiten? So wie Kaleb, heißt es hier in Vers 36, er soll sehen, was ihm und seinen Kindern versprochen ist. Ich will ihm das Land geben, das er betreten hat, weil er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. Also es geht hier um völlige Nachfolge oder vollständige, völlige Übergabe. Und vielleicht lesen wir noch weiter in Vers 39. Und eure Kinder, von denen ihr sagt, dass sie zum Raub werden müssten, und eure Söhne, die heute noch nicht wissen, was gut und böse ist, also sehr kleine Kinder, sie sollen hineinkommen, ihnen will ich es geben und sie sollen es in Besitz nehmen. Und Gott gibt hier eine erneute Verheißung: Eure Kinder ab einem bestimmten Alter oder bis zu einem bestimmten Alter, diese Generation, die wird wirklich die Verheißung wahrnehmen. Und was tut ein Mensch, der Gott nicht in allem vertraut? Also, wie reagierten jetzt die Israeliten, das Volk Gottes, auf diese Antwort Gottes? Es ist hochinteressant. Lesen wir einmal noch die Verse 41 bis 45 in unserem Kapitel. Da antwortetet ihr und sprach zu mir: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Soweit erstmal ist das eine richtige Erkenntnis. Ja, sie haben durch ihren Unglauben, indem sie das Wort Gottes für unwahr erklärt haben, gegen Gott gesündigt. Aber wie geht es jetzt weiter? Eigentlich ist das sehr paradox, was jetzt kommt. Aber wir Menschen sind auch manchmal sehr vielschichtig und nicht immer wirklich logisch in diesem Sinne. Da sagen sie: Wir haben gegen den Herrn gesündigt, wir wollen hinaufziehen und kämpfen, ganz wie uns der Herr, unser Gott, geboten hat. Und ihr alle habt eure Kriegswaffen umgegürtet und seid leichtfertig in das Bergland hinaufgezogen. Wir lesen gleich noch weiter. Also, da frage ich mich, wie kann es sein, dass Gott mir einen Auftrag gibt, er gibt die Verheißung, es wird gelingen, du darfst mir vertrauen. Und ich sage erst: Nein, lieber Gott, ich glaube dir nicht.
dann sagt Gott, okay, wenn du mir nicht vertrauen möchtest, dann soll es so geschehen, wie du glaubst, nämlich dass du jetzt einen Umweg gehen wirst. Du wirst nicht hineinkommen, andere werden diesen Platz ausfüllen für dich. Und dann kommen sie plötzlich auf die Idee und sagen, ja Moment, wenn es so ist, jetzt wollen wir aber gerne unseren ursprünglichen Auftrag gerne ausüben. Und ich glaube, wir Menschen können uns heute auch genauso wie damals auch in dem Volk Israel wiedererkennen. Dass wir eigentlich irrational handeln und Gott nicht wirklich zuhören. Dass wir an Punkte geführt werden, obwohl wir Gott so oft geglaubt und vertraut haben, dass wir in dieser einen Sache Gott doch nicht vertrauen wollen oder vertrauen können. Und dann aber, wenn Gott sagt, okay, ich nehme dich beim Wort, mein liebes Kind, dass wir sagen, nein, jetzt möchte ich aber deinen ursprünglichen Plan erfüllen. Lesen wir weiter. Vers 42. Aber der Herr sprach zu mir, sage ihnen, ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht kämpfen, denn ich bin nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Das sagte ich euch, aber ihr gehorchtet nicht, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn und wart vermessen und zogt in das Bergland hinauf. Also Gott ist nochmal so freundlich und sagt, Moment, was du jetzt gerade vorhast, halt, tu das nicht. Gott möchte das Volk Israel schützen. Aber sie sind jetzt plötzlich so eingenommen von diesem Gedanken, jetzt wollen wir doch das Ursprüngliche tun, von dem wir vorher gesagt haben, es ist unmöglich und unsere Kinder werden nur sterben, wenn wir das tun. Und sie lehnen sich gegen Gott auf. Hier wird ganz praktisch in einem Fallbeispiel Vermessenheit auch definiert. Also wenn man etwas von Gott erwartet, was dieser gar nicht zugesagt hat. Und dann Vers 44 und 45, die Geschichte endet tragisch. Und da rückten die Amoriter aus, die auf jenem Bergland wohnten, euch entgegen und sie jagten euch, wie es Bienen tun, und zersprengten euch in See bis nach Horma. Da kehrtet ihr wieder um und weintet vor dem Herrn, aber der Herr wollte eure Stimme nicht hören und neigte sein Ohr nicht zu euch. Also, was können wir hier summarisch als Quintessenz aus dieser Fallstudie entnehmen? Wenn wir Menschen unser Schicksal in die eigene Hand nehmen wollen, wenn wir meinen, ich weiß es aber besser als Gott und meine Expertise ist weiterreichend und ich habe eine bessere Wahrnehmung und Einschätzung der Situation, dann kann ich als Kind Gottes, als Christ nur scheitern. Sicherlich auch derjenige, der Gott nicht kennt, würde scheitern. Aber derjenige, der mit Gott in Verbindung steht, wie das Volk Israel, der nach seinem Willen fragt, der sagt, was soll ich tun? Und sich dann aber darüber erhebt und sagt, nein, ich weiß es besser, der kann nur den vollkommenen Misserfolg ernten. War es Gott wichtig, dass das Volk Israel in das Land Kanaan einzieht? Oder war es ihm wichtiger, dass sie einen Charakterentwicklungsprozess durchlebten? Ich ertappe mich selbst manchmal dabei, dass ich denke, ich bin so zielorientiert, dass ich sage, es kommt nur auf das Ergebnis an, der Weg ist zweitrangig. Und ich habe festgestellt persönlich, bei Gott ist das anders. Bei Gott ist der Weg mindestens so wichtig wie das Ziel. Denn Gott geht sehr gerne, ich sage gerne in Anführungszeichen, Umwege. Nicht, weil Gott diese Umwege in erster Linie für uns Menschen ausgesucht hat, sondern weil wir auf diesen Umwegen wichtige Lebenslektionen lernen können.
Und vor diesem Hintergrund können wir auch diese Fallstudie im Volk Israel sehen. Die Israeliten sollten etwas wirklich lernen, dass ihr Charakter heranreifen konnte. Denn so, wie sie waren, quasi aufmüpfig, rebellisch, konnten sie gar nicht in das gelobte Land einziehen. Wenn es nur um das Land gegangen wäre, hätte Gott sie hineinführen können. Aber Gott wollte sie verändern. Und das ist auch genau der Prozess, um den es hier in unserem Seminar Siegreich Leben geht. Es geht schon um das Ziel. Wir wollen überwinden und siegen, aber es geht vor allen Dingen auch um den Weg, den Gott uns führen möchte, damit wir dieses Ziel erreichen. Und wir wollen jetzt tiefer einsteigen in unserem Seminar, um mit diesen ersten Gedanken aus der Fallstudie, die wollen wir mitnehmen, dass wir Gott vielleicht in 99,9% der Dinge folgen, aber in einer Sache vielleicht auch in der Gefahr stehen, so wie die Israeliten damals, Gott nicht zu vertrauen. Das erste Thema sozusagen haben wir in Jakobus 4, Vers 7 und ich lade Sie ein, diesen Bibeltext zusammen mit mir aufzuschlagen. Jakobus, also vom Anfang der Bibel kommen wir jetzt ziemlich ans Ende. Jakobus 4, Vers 7. Da heißt es nun: So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Also unterwerft euch nun Gott. Was heißt das ganz konkret? Wir haben diesen Abschnitt genannt, Jesus steht vor der Tür. Und wir haben da auch einen Bibeltext, auch hinten in dem letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung in Kapitel 3, Vers 20. Da heißt es: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Die Frage ist natürlich, warum steht Jesus vor der Tür? Warum ist er nicht in unserem Herzen sozusagen? Warum ist er nicht in uns? Warum steht er vor der Tür und klopft an? Also wenn ich mich Gott ganz unterwerfe, dann heißt das, dass ich Gott komplett Raum eingebe. Es geht wieder um diese Vollkommenheit. Und dieser Text in Offenbarung 3, Vers 20 gibt ja ganz klar Auskunft darüber, da ist etwas, was nicht in Ordnung ist. Da steht jemand vor der Tür und Jesus möchte hinein, hinein in dein Herz. Und in Sprüche 23, Vers 26, das wollen wir auch gemeinsam lesen. Sprüche 23, Vers 26. Da spricht ein weiser Vater an seinen Sohn. Da heißt es: Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und wir dürfen natürlich das verstehen, dass Gott hier spricht. Gott ruft dich und mich auf, ruft sie auf: Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Gott macht ganz klar deutlich, er möchte das ganze Herz. Er möchte unser ganzes Inneres ausfüllen, nicht nur halb. Nicht so wie das Volk Israel, die in allen Dingen vertraut haben, aber in einer Sache eben nicht. Ich möchte ein Zitat lesen, und zwar aus dem Buch Our Higher Calling, im Englischen auf der Seite 55. Da heißt es: Jesus lädt uns ein, ihn bei uns aufzunehmen. Wir sollen die Herzenstür öffnen und ihn einlassen. Er wohnt aber nicht in einem geteilten Herzen. Wenn Selbstsucht und Stolz seine Gemächer erfüllen, ist dort kein Raum für den himmlischen Gast. Er wird erst dann bei uns einziehen, wenn der Seelentempel geräumt und gereinigt ist.
Also, wo liegt unser Problem? Wo liegt das Problem eines geteilten Herzens? In diesem Zitat, so wie auch in den Bibeltexten, die wir vorher gelesen haben, wird uns ganz klar beschrieben, dass Jesus entweder ganz oder gar nicht in uns wohnen kann. Das Problem ist das geteilte Herz. Und schlagen wir nochmal Jakobus auf, Jakobus 4 und diesmal den Vers 8. Da heißt es: Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Also, es wird sehr klar gesagt, es muss wohl ein Problem sein, und Jakobus schreibt hier an Christen, an gläubige Menschen, dass wir ein geteiltes Herz haben, dass nicht das ganze Herz Christus hingegeben oder übergeben ist. Der Apostel Johannes beschreibt das auch. Gehen wir mal in den ersten Johannesbrief und dort im Kapitel 3, Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Also wir wissen, dass das Thema Reinheit oder ein geräumtes Herz, ein sauberes Herz, eine ganz wesentliche Voraussetzung ist, dass Jesus einziehen kann. Jesus kann nicht in einem Herz sein, wo wir sagen, ja Herr, eigentlich möchte ich dir vollkommen dienen, aber ich habe da noch eine Sache und die möchte ich lieber in der Hinterhand behalten. Es ist natürlich so, mit dem geteilten Herzen, dass uns das manchmal vielleicht gar nicht so sehr bewusst ist. Vielleicht geht es Ihnen auch so, dass Sie eigentlich etwas wollen, nämlich diesen tiefen Frieden haben, sich Gott Christus ganz zu übergeben und Christus einzuladen und zu sagen, Herr Jesus Christus, komm du in mein Herz, ich übergebe dir mein ganzes Herz. Und woran liegt es dann, dass wir in der Bibel Texte finden, die davon sprechen, dass wir das Herz nicht komplett Gott übergeben? Es liegt sicherlich daran, dass wir diese Entscheidung ständig wieder aufs Neue erneuern müssen. Lesen wir noch ein weiteres Zitat dazu. Christus wird nur in der Seele wohnen, wenn wir ihm das ganze Herz ausliefern. Oder keine Ecke und kein Winkel der Seele darf der Selbstsucht ein Versteck bieten. Also wir können vielleicht daran denken, dass irgendwann demnächst wieder ein Frühjahrsputz bevorsteht. Manche Menschen machen dann, okay, die Tage werden länger, die Sonne scheint tief in die Fenster hinein und man sieht auch allen Schmutz und Staub so und sagen so, jetzt müssen die Fenster geputzt werden, jetzt müssen wir mal Großreine machen. Und genauso im symbolischen Sinne möchte Christus auch, dass wir keine Ecke und keinen Winkel auslassen, nicht noch irgendein Geheimversteck im Hintergrund haben und sagen, ja Herr, alles bis auf vielleicht eine Sache. Ein weiteres Zitat der gleichen Autorin Ellen White: Christus kann kein geteiltes Herz bewohnen, die Sünde und Jesus sind niemals Teilhaber. Also es ist uns ganz klar gesagt, dass Christus nur ein komplett übergebenes Herz bewohnen kann. Und ich habe ja noch ein weiteres Zitat aus einem Buch für Pastoren. Er, also das ist Gott, geht kein bisschen von seiner Forderung ab. Er nimmt keinen geteilten Dienst an, während das halbe Herz einem Götzen gehört. Gott verlangt das ganze Herz, den ganzen Geist. Du darfst den Geist nicht von Gott abwenden und dich nicht auf etwas anderes konzentrieren.
Im Sport ist es oft so, dass über den Erfolg eines Spitzensportlers nicht mehr die physische Qualität entscheidet, sondern die mentale. Und ein Sportler, der sich vorbereitet auf einen großen Wettkampf, neben seinem physischen Training, wird auch ein mentales Training, eine geistige Stärkung quasi durchlaufen wollen, damit er komplett fokussiert ist. So wie wir das hier in dem Zitat gelesen haben. Er wird sich nur darauf konzentrieren und auf nichts anderes. Aber warum ist es jetzt eigentlich so schwierig, dass wir das Herz Gott komplett übergeben? Und da wollen wir jetzt das nächste Unterkapitel betrachten. Und zwar haben wir dazu einen Text in Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Und es geht hier um den Kampf in unserem Herzen. Warum ist das eigentlich so schwer, das Herz ganz Christus zu übergeben? Also schlagen wir auf im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 12, sicherlich ein eher bekannter Text in der Bibel. Und da heißt es, Kapitel 11 geht durch die ganze Geschichte Israels und dann werden uns viele Väter und auch Mütter des Glaubens vorgestellt. Und da heißt es dann in Hebräer 12, Vers 1 und 2, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen, und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Also wir haben hier erstmal die Rede von einem Kampf. Wir haben eben schon vom Sport gesprochen. Ein Wettkampf ist auch ein Kampf. Das geht nicht im Spaziergang. Von welchem Kampf wird denn hier gesprochen? Wo stehen wir mittendrin? Lesen wir noch einen zweiten Bibeltext dazu, und zwar im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, und zwar dort die Verse 11 und 12. 1. Timotheus, Kapitel 6 und dort die Verse 11 und 12. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe dieser Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Also hier wird von einem Kampf des Glaubens gesprochen. Und ich frage Sie, liebe Teilnehmer unseres Seminars, was meinen Sie, was damals im Volk Israel in diesen Zelten wirklich passiert ist? Glauben Sie nicht auch, dass das ein wirklicher Kampf war? Ein Kampf des Glaubens. Kann ich diesen Verheißungen Gottes vertrauen? Sind die so verlässlich, dass ich mich darauf mit meiner ganzen Existenz stützen kann? Oder vertraue ich anderen Botschaften? Genau um diesen Kampf geht es. Und gegen wen kämpfen wir denn eigentlich? Dazu möchte ich auch einen weiteren Bibeltext lesen, und zwar im Epheserbrief. Epheser Kapitel 6 und dort den Vers 12. Epheser Kapitel 6 und dort Vers 12. Da heißt es, da geht es wieder um unseren Kampf. Und jetzt bitte achten Sie genau, wogegen kämpfen wir. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ich lese hier nach der Schlachter-Übersetzung aus dem Jahr 2000. Also gegen wen richtet sich unser Kampf?
Der Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut. Also es geht nicht wie in einem sportlichen Wettkampf, dass es da vielleicht einen anderen Top-Athleten geht, der aus Fleisch und Blut ist, sondern unser Kampf, dieser Kampf um das eigene Herz, der wird von übernatürlichen Kräften, von Gewalten der Finsternis, von Beherrschern der Finsternis geführt. Und gehen wir nochmal zurück zum Hebräerbrief und dort nochmal in das 12. Kapitel. Und dort lesen wir in Vers 4 einen weiteren interessanten Gedanken. Hebräer 12, Vers 4. Das schließt direkt an unseren Text, den wir eben gelesen haben. Da heißt es: Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Gegen wen kämpfen wir? Gegen die Sünde. Und genau darum geht es ja in diesem Seminar. Wir wollen siegreich leben. Wir wollen Sünde überwinden. Und genau das ist der Kern. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, wir nehmen an, es ist der Apostel Paulus, der sagt ganz klar: Ihr habt noch nicht widerstanden bis aufs Blut. Und die Situation, die uns da als Christen unwillkürlich einfällt, ist die Situation, wo Christus kurz vor seinen Qualen, vor seinem Kreuzestod im Garten Gethsemane ringt und sagt: Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und wo er so kämpft, ist ein echter Kampf. Ein Kampf des Glaubens, den unser geliebter Heiland für uns gekämpft hat, dass dann sogar die Blutstropfen aus seiner Stirn austraten. So ein intensiver Kampf war das für unseren Herrn Jesus Christus. Also bis aufs Blut widerstehen im Kampf gegen die Sünde. Ja, wie können wir das tun? Lesen wir dazu nochmal einen Text aus Epheser 6. Dort waren wir eben schon mal, springen wir nochmal zurück zu Epheser Kapitel 6. Und dort heißt es im Vers 10: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also in welcher Kraft wird uns hier verheißen, dürfen wir stark sein? In der Kraft Gottes, in seiner Stärke. Ich möchte dazu noch ein Zitat lesen, auch aus dem Buch Das bessere Leben. Das Christenleben ist ein Kampf. Also das haben wir festgestellt. Es geht um einen Kampf. Und jeder, der wirklich ein Nachfolger, ein Jünger Jesu sein möchte, hat diesen Kampf sicherlich schon mal existenziell wirklich verspürt. Es ist ein Feldzug, schreibt die Autorin hier. Den Sieg trägt jedoch keiner in menschlicher Kraft davon. Also wir haben eben im Epheser Kapitel 6, Vers 10 gelesen: Es ist die Kraft Gottes, die wir brauchen. Das Schlachtfeld ist des Menschen Herz. Also genau darum geht es. Es ist exakt hier auf den Punkt gebracht. Die Schlacht, die wir kämpfen, ist ein ungeheurer und wohl auch welcher Kampf? Der größte Kampf geht um die Übergabe des Ichs an den Willen Gottes, um die Auslieferung des Herzens an die Herrschaft der Liebe. Also dieser größte Kampf, den Sie, den ich, den wir alle in unserem Leben zu kämpfen haben, ist die Auslieferung des Ichs, dass wir loslassen und sagen: Mein Herr und mein Gott, ich übergebe mich dir komplett, restlos, ohne Rückversicherung, und ich glaube deinem Wort. Genau dies ist dieser Kampf. Und die Auslieferung des Herzens, dieses Terrain, dieses Schlachtfeld, was übergeben werden soll, ist an die Herrschaft der Liebe. Und in unserem Herzen, so sagt uns die Heilige Schrift ganz klar, kann entweder nur
Gottes Herrschaft der Liebe leben oder die Herrschaft des Bösen, nämlich Selbstsucht, alles, was egoistisch ist, was selbstzentriert ist. Und damit kämpfen auch Christen, obwohl sie sich Christus schon einmal komplett übergeben haben, kommen sie dann wieder an einen Punkt, wo die Übergabe doch nicht so vollständig war oder nicht immer wieder erneuert wurde. Wie geht es jetzt nun ganz konkret weiter? Wir wollen über vollständige Übergabe und das Überwinden nachdenken. Und wir lesen nochmal diesen Text aus Jakobus, den wir anfangs schon mal gelesen haben, aus Jakobus Kapitel 4, Vers 7. Da haben wir nämlich nur den ersten Teil betont, so unterwerft euch nun Gott. Aber der zweite Satz, den haben wir erstmal bewusst überlesen oder zurückgestellt, da heißt es nämlich, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das heißt also, wenn wir eine Entscheidung treffen, ich möchte das tun, was Gott will, ich möchte, dass mein Wille mit seinem Willen eins ist, dann muss, so steht es in der Heiligen Schrift, der Böse, der Teufel oder der Satan, er muss fliehen, er wird fliehen. Denn es steht hier im Wort Gottes, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Kampf schon einmal persönlich erlebt haben, in dieser existenziellen Form. Aber gehen wir mal zurück an die allerersten Kapitel in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Als Eva so im Paradies, im Garten Eden, um diesen Baum der Erkenntnis herumging und sie schaute und sah, dass es gut sei, von der Frucht zu essen, da stelle ich mir so vor, wie geht es zum Beispiel einem Kind, das zum Beispiel gesagt bekommt, nein, du sollst von diesen oder jenen Zuckerbonbons nichts essen. Was ist jetzt nun leichter? Ist es leichter, die Bonbons sind vielleicht gar nicht im Haus oder sie sind fest verschlossen, außer Sichtweite? Oder sie stehen schön dekoriert auf einer Schale mitten auf dem Wohnzimmertisch und das kleine Kind läuft eine Runde nach der anderen immer wieder um den Tisch herum und fixiert die ganze Zeit die Candies, diese Zuckerbonbons. Ich glaube, dass Eva in der gleichen Weise mehrfach um den Baum herummarschiert ist. Und je mehr wir uns dann damit beschäftigen, egal was vielleicht für sie oder für mich ein Hindernis ist, uns Gott ganz auszuliefern, je mehr unsere Gedanken um diese Dinge kreisen, umso schwieriger wird es, diese wirklich loszulassen. Alles, was wir die ganze Zeit fixieren, färbt auf uns ab. Und insofern hat dieser Text hier in Jakobus 4, Vers 7 eine ganz besondere Bedeutung. Nämlich, wenn wir widerstehen, wenn wir sagen, nein, ich will es nicht, dann muss der Satan den Rückzug antreten. Lesen wir mal das folgende Zitat. Ergeben wir uns der Wahrheit nur halbherzig, so hat Satan ein freies Wirkungsfeld. Wenn der Seelentempel nicht völlig Gott ausgeliefert wird, ist er die Festung des Feindes. Und da möchte ich Sie fragen, entspricht das in der Regel unserem Verständnis, wo wir doch alle Nachfolger Christi, Kinder Gottes sein wollen, uns Christen nennen, wenn wir einer Festung des Feindes quasi dienen? Wir haben meistens vielleicht die Vorstellung, es gibt nicht nur schwarz oder weiß, vielleicht gibt es auch noch viele Schattierungen dazwischen. Aber hier wird uns ganz klar in diesem Zitat gesagt, wenn wir uns nicht völlig, also vollständig, ohne irgendwelche Nebenbedingungen, ohne Rückfahrkarte, ohne Rückversicherung, wenn wir uns nicht völlig Gott ausliefern, dann sind wir nicht mal halb
auf Gottes Seite und halb irgendwo anders, nämlich im Feindesland, im feindlichen Terrain, sondern komplett auf der falschen Seite. Als ich das gelesen habe, dachte ich, in meinen menschlichen Vorstellungen dachte ich oft, naja, vielleicht bin ich auf beiden Seiten, vielleicht sogar gleichzeitig, so als Spagat. Aber hier wird uns ganz klar gesagt, es gibt nur A oder B. Und alles, was nicht 100% ist, ist ganz klar dann schwarz und nicht weiß. Und lesen wir hier noch weiter. Wenn eine Sünde im Herzen gepflegt wird oder eine falsche Gewohnheit im Alltag praktiziert, ist das ganze Wesen verunreinigt. Der Mensch wird zum Instrument der Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Ich möchte kurz beschreiben, wie ich das persönlich erlebe. Nehmen wir an, ich habe wenig geschlafen, ich habe mich in der Arbeit überfordert und ich bin vielleicht unter Umständen gereizt und versuche mich noch mit Selbstkontrolle irgendwie im Griff zu halten, nehme die Kraft Gottes nicht in dem Moment in Anspruch, versuche es selbst und irgendwann kommt mir ein barscher Ton über die Lippen, weil irgendetwas nicht meinen Vorstellungen entspricht. Vielleicht finden Sie sich in so einer Situation wieder. Das Richtige, was jetzt zu tun ist, wenn der Geist Gottes hier am Herzen anklopft und sagt, du hast da etwas in Ordnung zu bringen, geh bitte zu der Person und entschuldige dich dafür. Wenn ich jetzt das aufschiebe und sage, ich bin aber doch vielleicht zu stolz oder zu selbstgerecht oder denke, so schlimm war es ja gar nicht, der andere hat ja auch Schuld, der hätte mich ja nicht in so eine Situation bringen müssen. Vielleicht kennen Sie diesen Umstand und meine persönliche Erfahrung ist, in solchen Situationen bin ich so anfällig für die nächsten Fehler, dass es sozusagen wie wenn in einer Stadtmauer, in einer mittelalterlichen Stadt schon mal eine Bresche geschlagen ist, ein Loch in der Mauer sozusagen ist, dann ist quasi die ganze Festung eingenommen. Und genauso steht es hier. Der Mensch wird zum Instrument der Ungerechtigkeit. Also nur eine einzige Sünde, die ich pflege, bringt mich in die Abhängigkeit Satans. Lesen wir ein weiteres Zitat. Satan möchte nicht, dass irgendjemand begreift, dass völlige Hingabe an Gott notwendig ist. Wenn der Mensch sich Gott nicht ausliefert, gibt er die Sünde nicht auf. Der Appetit und die Leidenschaften streben weiter nach der Oberhand. Versuchungen verwirren das Gewissen, sodass eine wahre Bekehrung nicht stattfindet. Das ist genau dieser Kampf. Wenn auch nur eine Sünde gepflegt wird, sei es eine schlechte Charaktereigenschaft, eine Gewohnheit, wo jemand sagt, ja, ich bin halt aufbrausend oder ich bin halt ungeduldig. Gott möchte Sie, uns alle, Gott möchte mich so verändern, und das ist der Gegenstand unseres Seminars, dass wir diese schlechten Gewohnheiten oder dass wir diese schlechten Eigenschaften nicht mehr praktizieren müssen. Und das können jetzt unterschiedliche Dinge sein. Für jeden ist etwas anderes irgendwo ein Problem. Der Satan kann uns Menschen mit den unterschiedlichsten Dingen belagern oder versuchen. Ich habe persönlich in meinem Leben festgestellt, dass der Böse nicht sehr kreativ ist. Wenn er weiß, dass er mich mit einer Sache immer wieder zu Fall bringen konnte, hat er es auch nur an diesem Punkt ständig immer wieder neu angegriffen. Und erst wenn ich dann durch die Kraft Christi diese Lücke in der Mauer schließen durfte,
Dann kam plötzlich auf anderen Gebieten Versuchung. Vielleicht haben Sie genau diese Art des Kampfes auch schon erlebt. Lesen wir mal weiter. Niemand soll denken, dass Christus sich mit einer kleinen Ecke des Herzens begnügt, während wir dort Satan seinen Thron aufstellen lassen, sodass unsere moralische Atmosphäre verunreinigt wird. Christus wird nur in der Seele wohnen, wenn wir ihm das ganze Herz ausliefern. Und es geht darum, dass wir diese Hingabe, diese Entscheidung immer wieder neu, in ganz vielen Situationen des Lebens immer wieder erneut bekräftigen und erneut treffen. Diese Entscheidung muss immer wieder erneuert werden. Und in jeder Situation darf ich sagen, Herr, ich möchte genau das tun, was du willst. Und wenn unser Gewissen auf der richtigen Frequenz eingestellt ist, dann wird uns der Geist Gottes auch genau an diese Dinge erinnern. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wie sieht jetzt die Lösung konkret aus? Die Lösung zu einer vollständigen Übergabe. Wie kommt der Mensch zu einer vollständigen Übergabe? Was muss er tun? Was muss er erkennen? Er muss in erster Linie erkennen, dass er wirklich Gott absolut braucht, dass er diesen Kampf in keinster Weise aus eigener Kraft führen kann. Und wie macht Gott einen Menschen bewusst, dass er ihn braucht? Lesen wir dazu im Johannesevangelium, im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 32. Johannes 12, Vers 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dieser Text mag erstmal keine direkte Antwort auf unsere Frage sein, aber wir möchten jetzt genau einen bestimmten Weg, einen gedanklichen Weg miteinander gehen. Also da heißt es, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, Christus spricht hier von der Zeit, wenn er aufgefahren ist in den Himmel, werde alle zu mir ziehen. Das ist wieder eine Verheißung. Eine Verheißung für Sie, für uns alle. Eine Verheißung, Christus wird alle zu sich ziehen. Ja, wie zieht denn Christus oder Gott einen Menschen zu sich? Das werden wir gleich noch näher betrachten. Ich würde gern vorab noch weitere Bibeltexte lesen, und zwar den 1. Mose 15, den Vers 1, 1. Mose 15, ganz vorne, also Genesis 15, Vers 1, da heißt es, Gott erscheint Abram oder Abraham, also damals hieß er ja noch Abram. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abram in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also wir sehen hier den zweiten Gedanken. Gott möchte uns zu uns ziehen aus Johannes 12, Vers 32. Und jetzt 1. Mose 15, Vers 1, ich bin dein Schild, also für Schutz, für den Kampf und dein sehr großer Lohn. Lesen wir noch einen weiteren Text aus dem Neuen Testament im Epheserbrief, und zwar Epheser Kapitel 3, die Verse 18 und 19. Epheser Kapitel 3, die Verse 18 und 19. Epheser 3, 18, 19. Da heißt es, es ist mitten im Satz, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, also Paulus wünscht uns, dass wir fähig werden, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge,
die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ich glaube, dieser Text gibt uns einen weiteren Aspekt, den wir so einfach gar nicht begreifen. Die Fülle Gottes. Dass wir die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe und die Liebe des Christus, unseres Herrn Jesus Christus, erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Und das gibt uns die Gottesfülle. Wir wollen diese Gedanken vertiefen, zunächst mit einem Zitat aus dem Buch Das Leben Jesu, Seite 831, auch von der Autorin Ellen White. In Christus sind die Fürsorge des Hirten, die Zuneigung der Eltern und die unvergleichliche Gnade des barmherzigen Erlösers vereint. Seine Segnungen spendet er in der angenehmsten Form. Er stellt sie uns so begehrenswert dar, dass wir sie gern besitzen wollen. Die wunderbare Liebe Christi wird dort die Herzen auftauen und bezwingen. Also das ist jetzt der Gedanke zu Johannes 12, Vers 32, wo uns gesagt wird, Gott wird uns, Christus wird uns zu sich ziehen. Und wie macht er das ganz praktisch? Indem er seine Segnung so angenehm darstellt, so begehrenswert, so wunderschön, dass wir nichts anderes mehr wollen, als genau diese besitzen zu wollen, zu ergreifen. Und diese Liebe Christi wird dann die Herzen auftauen und auch bezwingen. Also das ist die Lösung für den Kampf. Wenn wir uns auf das Negative konzentrieren und sagen, ich muss jetzt meine schlechte Charaktereigenschaft, meine Neigung überwinden, sozusagen in einem Imperativ, den wir uns selber erteilen, dann werden wir sicherlich scheitern. Wir haben erkannt, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit höheren Gewalten. Das heißt, wir können diesen Kampf nicht gewinnen, nur in der Macht Gottes. Und wie geht das ganz konkret? Die wunderbare Liebe Christi wird diesen Kampf in unserem Herzen gewinnen. Und sie ist fähig, das Herz so weich zu machen und zu bezwingen, sodass wir das Herz gerne Gott übergeben. Lesen wir ein weiteres Zitat. Das ist die Belohnung, und da denken wir jetzt an den Vers in 1. Mose 15, Vers 1, der Abraham gesagt wurde, da wurde es von einem Lohn gesprochen. Das ist die Belohnung aller, die Christus nachfolgen. Sie sollen zu Gott, dem Herrn, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, hier wird zu Kolosser 2, 3 und 9 zitiert, in eine gar innige Beziehung treten, sollen ihn in dem Maße besitzen, als das Herz sich all seiner Güte empfänglich zeigt. Also es geht hier um eine Belohnung. Es geht hier um die gesamte Fülle, und das soll in das Herz hineingehen. Und zu unserem letzten Aspekt, den wir in diesem Kapitel betrachten: Wenn wir unsere eigene Schwäche erkennen und die schlechten Wesenszüge, die unterdrückt werden müssen, sehen würden, dann würde uns aufgehen, wie viel wir noch an uns arbeiten müssen, und wir würden uns unter die gewaltige Hand Gottes demütigen. Während wir uns hilflos an Christus klammern, können wir unsere Schwachheit gegen seine Stärke eintauschen. Das ist ganz wesentlich, unsere Schwachheit gegen die Stärke Christi einzutauschen. Christus schlägt uns genau, er bietet uns diesen Tausch an. Aber wir müssen es wirklich wollen. Wir müssen uns wirklich demütigen. Und dieser Kampf mit dem eigenen Ich, das ist ja genau dieser schwierigste Kampf. Da heißt es in
einem Buch Christi Gleichnisse, dabei geht es um die Gleichnisse aus der Bibel, die Christus erzählt hat. Wenn wir uns Christus unterwerfen, dann vereint sich unser Herz mit dem Seinen. Dann geht unser Wille in dem Seinen auf. Dann stimmt unser Geist mit seinem Geist völlig überein. Dann kreisen unsere Gedanken nur noch um ihn und wir leben sein Leben. Das bedeutet der Ausdruck, mit dem Gewand seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein. Also unser Wille geht in seinem Willen auf. Aber dazu müssen wir verstehen, dass nicht irgendeine Sünde, die wir vielleicht noch in unserem Herzen pflegen, mit der wir vielleicht gedanklich spielen, wo wir sagen, ja, aber ich hätte gern Christus, aber vielleicht dieses eine Thema möchte ich doch noch wirklich nicht ganz loslassen. Christus hat uns versprochen, er möchte seine Liebe und sein Opfer für uns so begehrenswert uns vor Augen malen, dass wir uns nichts anderes mehr wünschen. Und wie sehen jetzt die Auswirkungen der vollkommenen Übergabe aus? Und das lesen wir im Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 3, Vers 11. Kolosser 3, Vers 11. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Also wenn Christus uns alles in allem ist, dann gibt es nichts mehr neben ihm. Christus hat wirklich genau diesen Wunsch, ich möchte ihr Herz, ich möchte dein Herz komplett haben, 100%, ohne irgendwelche Nebenbedingungen, ohne irgendwelche Sonderklauseln, die mir noch irgendwie einen Rückzug erlauben. Und was das konkret heißt, lesen wir in dem folgenden Zitat. Da ist der Zustand beschrieben. Ist man völlig frei vom Ich und hat jeden falschen Gott aus dem Herzen geworfen, füllt der einströmende Geist Christi das entstandene Vakuum. Solch ein Mensch besitzt das Vertrauen, das die Seele von Befleckung reinigt. Er ist auf den Geist abgestimmt und ist mit den Angelegenheiten des Geistes beschäftigt. Er vertraut sich nicht selbst. Christus ist alles in allem. Hier sehen wir also ganz klar, dass das dieser Zustand ist, von dem wir eben im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 11 gelesen haben. Und es ist sehr interessant, es ist uns sehr bildlich vor Augen gemalt, dass nämlich hier ein Vakuum entsteht, sozusagen der Raum in dem Herzen, den Christus gerne besitzen würde, der ist frei gemacht und der Geist Christi strömt in dieses Vakuum ein. Und er ist abgestimmt auf den Geist. Und ich möchte mit Ihnen dazu noch ein weiteres, letztes Zitat lesen, denn das leitet uns auch über zu unserem nächsten Seminarabend. Der Heilige Geist wurde Jesus ohne Maß gegeben, also ohne Begrenzung. Auch jeder Nachfolger Christi erhält den Heiligen Geist, wenn ihm das ganze Herz als Wohnung übergeben wird. Unser Herr selbst hat befohlen, werdet mit dem Geist erfüllt, nach Epheser 5, Vers 18, hier aus der Elberfelder Bibel. In diesem Befehl steckt gleichzeitig die Verheißung, dass das Herz auch mit dem Geist erfüllt wird. Und wir möchten gemeinsam diese Verheißung ergreifen. Wenn Christus sagt, werdet mit dem Geist erfüllt, nach Epheser 5, Vers 18, oder Paulus uns das zuspricht, aber in der Autorität Christi, dann ist darin eine Verheißung, so wie es die Verfasserin hier von
dem besseren Leben ausgedrückt hat. Nämlich, dass wir wirklich auch erfüllt werden. Kehren wir nochmal zurück. Wir haben einen großen Bogen gemacht am Anfang in der Fallstudie des Volkes Israels. Und da wurde uns gesagt, in allen Dingen habt ihr geglaubt, aber in dieser Sache wolltet ihr nicht glauben. Und das ist die Herausforderung, um die es auch bei uns geht. Wir mögen 99% Übergabe praktizieren, aber wenn sie nicht vollständig ist, dann kann Christus nicht unser ganzes Herz ausfüllen. Dann kann der Geist Gottes nicht unser ganzes Herz ausfüllen. Dann können wir nicht siegreich leben. Und Christus malt Ihnen, liebe Zuschauer, heute wirklich, liebe Zuhörer des Seminars, die Schönheit seines Charakters, die Schönheit des Lebens mit ihm so klar vor Augen, dass er sagt, ich möchte euch zu mir ziehen. Ich möchte, dass ihr erkennt, dass das ein so großer Lohn ist, wenn du alles auf eine Karte setzt, nämlich auf mich. Wenn du vollen Einsatz gibst und nichts zurückhältst. Ich möchte Sie heute Abend auffordern, wenn es in irgendeinem Thema bei Ihnen einen Kampf gibt, irgendetwas, was sie zurückhält, sich Christus ganz zu übergeben, dass sie heute eine Entscheidung treffen und sagen, ja Herr, ich möchte mich dir erneut ganz übergeben. Oder vielleicht ist es auch das erste Mal, dass sie hier sind und sagen, ich habe das noch nie erlebt. Bisher habe ich nie den Mut gehabt, mich Christus, Gott ganz hinzugeben und zu übergeben. Dann möchte ich sie heute einladen, das zu tun. Und ich darf Sie einladen, dass wir aufstehen und genau darum um den Segen Gottes bitten. Unser lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu kommen wir zu dir. Herr, du siehst unsere Schwachheit. Du siehst, dass der Kampf um unser Herz der schwierigste Kampf in unserem Leben ist, dass wir loslassen von dem Ich und dir komplett das Feld übergeben und räumen, damit du uns beherrschen kannst, damit wir eins werden mit deinem Willen. Unser Herr, unser Gott, wir möchten dich bitten, dass du mit jedem, der heute hier anwesend ist, dass du mit deinem guten Geist an unseren Herzen wirkst. Dass wenn du noch draußen vor der Tür stehst und anklopfst, dass du heute Abend eintreten darfst. Dass wir die Tür aufmachen und das ganze Zimmer, das ganze Feld dir übergeben. Gib uns die Kraft, heute, jetzt eine 100%ige Entscheidung zu treffen. Und wir danken dir, dass du verheißen hast, dass du uns dann die Kraft gibst, mit dir ein siegreiches Leben zu führen. Wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist versprochen hast, den du uns gerne gibst, weil in der Verheißung schon die Gabe ist. Und darauf freuen wir uns, dass du uns alle Zeit durch deinen Heiligen Geist leitest. Dafür wollen wir dich loben und dir danken. In deinem heiligen Namen. Amen. Ja, liebe Zuschauer, da schließt sich das Thema unseres kommenden Seminarabends natürlich direkt an. Er füllt mit Heiligen Geist. Erfüllt sein, aber auch er in Großbuchstaben, er, nämlich Gott, füllt uns mit seinem Geist. Ich darf Sie einladen, zu unserem nächsten Seminarabend wieder dabei zu sein und dann wollen wir uns gemeinsam mit dem Thema beschäftigen, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein können und welche Auswirkungen das hat. Ich bedanke mich bei Ihnen, ich wünsche Ihnen allen noch einen guten Abend, eine sichere und angenehme Fahrt nach Hause und
dass sie diese Entscheidung, die sie heute vielleicht erneut oder zum ersten Mal getroffen haben, in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder erneuern. Herzlichen Dank. Seien Sie mit Gott. Dankeschön.